ist er im Anflug, der viersitzige Prototyp H2 Fly, ein Flugzeug, was ganz neue Wege in der Antriebstechnologie vereint. Wir haben ein Flugzeug gebaut, das mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle und einem Wasserstofftank mit einem elektrischen Motor fliegen kann. Und zwar ist es das erste 4-Personen-Flugzeug, was in der Tat nur mit der Kraft des Wasserstoffs, und wir müssen ganz genau sagen, es ist 100% erneuerbarer Wasserstoff, den wir hier nutzen. Die Aero Friedrichshafen ist immer reich an neuartigen Innovationen, wie sie hier von der Firma H2 Fly präsentiert wird. Das Besondere ist die Erforschung im Bereich Antriebstechnik, welche hier verbaut und mit Erfolg getestet wurde. Wir haben ein Antriebssystem aus einem Wasserstofftank, der verbunden ist mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle. Und der Vorteil dieser Wasserstoffbrennstoffzelle ist, dass wir sehr hocheffizient elektrische Energie bereitstellen können. Und das dann, diese elektrische Energie kann dann genutzt werden in einen Elektromotor. Die Sitzverteilung links und rechts an den Tragflächen ist eine Besonderheit. Die sehr spezielle Form der Kabinen hat im Grunde als Testflugzeug nicht viel zu sagen. Der Vorteil des Flugzeugs ist, dass wir die Möglichkeit haben, in der Mitte des Mittelflügels sehr viel Gewicht und damit sehr viel Testgewicht abzusetzen. Diese Flugzeugentwicklung ist eigentlich für Testzwecke entwickelt worden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das Ziel ist, erstmal zu lernen, wie so ein Brennstoffzellensystem in der Luftfahrt funktioniert, wie man es qualifizieren kann. Und mit den Kollegen bauen wir gerade das erste Antriebssystem in Megawatt-Richtung, um tatsächlich einen 40-Sitzer auszustatten und fliegen zu lassen. Die Ambitionen sind mutig, aber nicht mehr unrealistisch. Wir versuchen, eine Mischung aus Vision und Machbarkeit darzustellen. Was wir in der Tat sehen, ist, dass eine Megawatt-Brennstoffzelle mit einem Megawatt-Antrieb im Grunde technologisch machbar ist. Und das macht mich sehr optimistisch, dass wir sagen können, ein 40-Sitzer ist tatsächlich mit einem Zeithorizont von 5 Jahren machbar. Die technischen Eckdaten sind schon bemerkenswert. Im April 2022 erreichte das Flugzeug eine Höhe von 7230 Fuß und stieg damit so hoch wie kein anderes wasserstoffangetriebenes Flugzeug davor. Das System heute kann grob 4,5 bis 5 Stunden in der Luft bleiben und hat eine Reichweite von ca. 700 bis 750 Kilometer. Was wir aber gesehen haben, ist, dass mit der nächsten Stufe, und die werden wir jetzt im Juni angehen, können wir mit dem neuen Flüssigwasserstofftank ca. 1500 bis sogar fast 2000 Kilometer Reichweite erreichen. Bei der nächsten Aero kann die Firma H2 Fly sicher schon neue Testergebnisse präsentieren. Eine Innovation, die es sich lohnt, weiter zu beobachten.